Und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? O Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Da sagte er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu diesen Knochen. Seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich rede, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildeten sich von meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen, aber sie hatten noch keinen Atem in sich. Da sagte er zu mir, Weissage über den Atem, Weissage Menschenkind und sag zu dem Atem, so spricht der Herr, komm, o Atem, aus den vier Winden, hauche diesen Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Ich weissagte, wie es mir befohlen hatte. Und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war ein unüberschaubares Heer. Was für eine Dramaturgie aus Hesekiel 37. Ich habe den folgenden Titel gewählt für die heutige Predigt. Speak Life. Es liegt mir auf der Zunge. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo mit jemandem über was sprecht, zum Beispiel irgendwo um einen Film, und dann, ja, wie heißt der Schauspieler schon wieder? Und dann, manchmal so, es liegt mir auf der Zunge, aber du hast wie eine Blockade gerade. Eigentlich weißt du es, aber du kannst es gerade nicht sagen. Wer kennt es? Das ist nicht ein Name, den du nicht kennst. Du weißt es eigentlich. Und mir fällt es oft auch im Beten so oder auch einfach mit biblischen Sachen. Eigentlich weiß ich es, aber irgendwo bringe ich es nicht über die Zunge. Hey, ich weiß zum Beispiel, dass Jesus gesagt hat, dass wer Glaube hat und im geringsten nicht zweifelt, kannst du diesem Berg sagen, hebe dich empor, stürze dich ins Meer. Also ich weiß, dass der Glaube Berge versetzt, aber irgendwie zu Bergen zu sprechen, das fällt mir nicht so leicht. Und heute Morgen möchte ich eigentlich wirklich darüber sprechen, was es heißt, mit unserer Zunge Leben zu sprechen. Wisst ihr hier? Hatte Hesekiel einen Auftrag bekommen. Hesekiel wurde aus Jerusalem verschleppt, kam ins Exil als Teenager und dort ist ihm Gott begegnet. Und er hat ihn berufen als Prophet. Und diese dürren Knochen ist ein Bild fürs Volk Israel. Das war in einem hoffnungslosen Zustand. Und hier sollte Hesekiel zu Knochen reden. Es wäre noch was, wenn er zu Menschen reden könnte. Leben an Menschen einhauchen, das fällt mir eigentlich einfach, wenn ich mit Menschen treffe, dann ich glaube, ich bin ein guter Ermutiger. Ich kann Leben und Vision und Gedanken Gottes in eine Person hineinsprechen, aber zu Situationen sprechen, zu Umständen sprechen, zu Dingen sprechen, das ist echt komisch, oder nicht? Also, es gibt ja auch die Leute, die zu Blumen sprechen. Haben wir hier Blumensprecher im Haus? Müsst ihr euch nicht schämen, ich hake euch nicht als esoterische Leute ab. Nee, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn man zu Blumen spricht, dass die besser leben, dass die wachsen. Und die Forscher haben herausgefunden, dass das etwas damit zu tun hat, dass du CO2, Kohlendioxid, ausatmest, was natürlich die Blumen absolut lieben. Und gleichzeitig auch noch die Schwingungen, der Schall, der macht, dass die Blumen besser wachsen.
Und das ist eigentlich eine verrückte Sache, weil wir haben gern ein Gegenüber. Also ich rede eigentlich gern mit Leuten, wo eine Antwort zurückkommt. Jetzt mit Blumen ist das ein bisschen schwieriger. Und deshalb geben wir ja zum Teil Blumen auch Menschennamen, wie zum Beispiel Jasmin oder Peterli. Also die Deutschen sagen Petersilie, aber wir Schweizer Peterli. Und wenn du willst, dass dein Peterli wächst, dann musst du das folgendermaßen tun. Dann sagst du, Peterli. Und dann am besten noch singen, damit es eben wegen den Schallwellen, Peterli. Und dann kannst du sagen, du wächst gleich. Bald wirst du mit dem Suppenhuhn schwimmen. Ist eigentlich eine verrückte Sache. Ist irgendwie komisch, zu Dingen zu sprechen, die einem nicht antworten. Hesekiel hat zu Knochen sprechen müssen. Also die Wissenschaftler haben gesagt, sogar auch Trauben wachsen schneller. Also sie haben jetzt gemerkt, eben die Schallwellen sind entscheidend. Also es ist nicht nur das Sprechen, sondern das Singen. Umso besser. Also man hat jetzt Rebberge mit Mozart und Beethoven angefangen zu beschallen und es wird ein besserer Wein. Ich habe kürzlich auch einen Artikel gelesen von einem Käse, der seinen Käse im Keller auch mit Musik reifen lässt. Einfach die Schallwellen, die bringen Leben. Jetzt, wenn ich Ezekiel wäre oder grundsätzlich im Leben mit Pflanzen, kann man sich ja immer noch vorstellen. Aber wenn wirklich etwas tot ist, wie komisch ist es, zu toten Sachen zu sprechen, Leben einzuhauchen. Weil da weiß ich, das Kohlendioxid bringt nichts. Auch die Schallwellen bringen herzlich wenig. Irgendetwas muss da noch sein, das wirklich Leben bringt. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass wir Menschen den Geist Gottes in uns tragen. Es heißt im 1. Mose 2,7, da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Liebe Leute, der Geist Gottes ist in dir. Das, was du ausatmest am Morgen, ist nicht nur Mundgeruch, sondern auch ganz viel Geist Gottes. Und wenn Gott sagt, hey, wir sollen zu Dingen sprechen, wir sollen zu einem Berg sprechen, wir sollen zu toten Knochen sprechen, zu Situationen, wo Hoffnungslosigkeit ist, dann kann es nur etwas damit zu tun haben, dass Gottes Geist durch uns etwas in Bewegung bringt. Der Mensch war tot, ohne Leben. Der Atem Gottes hat Leben hineingebracht. Ich möchte sagen, du atmest Gott aus. Du atmest den Geist Gottes aus, wo du bist. Und deshalb dürfen wir wirklich Leben bringen. Das Merkmal eines Christen ist, dass wir Leben bringen, Leben schaffen, Leben sprechen. Gott zählt darauf, dass du deinen Schnabel aufmachst und dass sein Geist, der Ruach, dass der durch dich Veränderung schafft. Jetzt, der Titel dieser Predigt, es liegt mir auf der Zunge, ich habe einfach zwei Dinge. Ich werde nicht so lange predigen, habe sie jedenfalls nicht vor. Und dann werden wir zusammen noch das Abendmahl feiern. Zusammen beten. Zwei Dinge, die uns helfen können, diese Blockade. Eigentlich wissen wir es. Wir lesen es. Aber einfach, dass wir besser werden im Sprechen. Dass wir besser werden, Leben zu sprechen in Situationen, denen wir täglich begegnen. Das Erste, was ihr unbedingt wissen müsst, ob wir sprechen sollen. Sprich mit Vollmacht. Es heißt hier bei Hesekiel, da sagte er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. Hesekiel hat einen Auftrag bekommen. Es war nicht seine Idee, sondern Gott hat gesagt, tu das. Wisst ihr, etwas, was wir wissen müssen und uns immer wieder neu in Erinnerung rufen, ist, dass wir Herolde sind. Herold ist ein altes Wort aus dem Mittelalter, wo die Könige, wo adlige Leute Menschen beauftragt haben, in ihrem Auftrag etwas zu verkünden.
Da ging ein Herold irgendwie auf den Marktplatz, und wir kennen vielleicht die Geschichte von Wilhelm Tell. Der Gessler hat es verordnet, dass sich jeder jetzt vor einem Hut beugen soll. Und der Herold kam und hat das auf dem Marktplatz verkündet. Jetzt der Herold, der hatte nur eine Vollmacht, das zu sagen, weil es der Gessler gesagt hatte. Weil es ein erhabener Mann ihm aufgetragen hat. Und wenn wir immer sprechen, dann müssen wir uns bewusst sein, wow, ich spreche nicht einfach nur aus, ist nicht nur mein Ding, sondern der Geist Gottes lebt in mir und ich habe einen Auftrag, Leben zu schaffen, Leben zu sprechen. Das ist eine unglaubliche Sache, die wir da machen dürfen. Das Wort Ruach im Hebräischen ist so geschrieben, ich habe es mal, so kennt man es im Hebräischen. Jetzt finde ich es aber noch interessant, wie es im Althebräischen geschrieben ist. Und Althebräisch ist eigentlich nichts anderes als ein paar Piktogramme. Kannst du die nächste Slide zeigen? Und man liest ja von rechts nach links. Also das erste sieht aus eigentlich wie ein Kopf von einem Menschen. Und ich hoffe, ich kann die Namen, diese Buchstaben richtig aussprechen. Resch, eben das heißt Kopf. Und das bedeutet eigentlich die Vollmacht, die Erhabenheit und der Charakter einer Person. Dann der mittlere, das ist der Nau, das ist eigentlich ein Nagel, ein Piktogramm eines Nagels. Und diese Buchstabe bedeutet so wie etwas sichern, etwas festmachen. Und der ganz links, der sieht aus wie ein Zaun. Und das bedeutet es auch wirklich. Es ist ein Zaun, ein beschützter Ort, der wie festgemacht ist. Und was eigentlich das heißt, Ruach, heißt so viel wie die Autorität einer Person für einen bestimmten Bereich. Also Gott hat dir Leben eingehaucht, seinen Geist gegeben für einen bestimmten Bereich, wo er dich hingestellt hat. Und dort darfst du Leben sprechen. Dort darfst du diese Vollmacht haben, um das Reich Gottes in diesen begrenzten Ort zu bringen. Die Frage ist immer, ja, worüber habe ich denn Autorität? Worüber habe ich Vollmacht? Ich glaube, es ist so einfach. Alles, was dein Leben tangiert. Wir lesen auch in der Schöpfungsgeschichte. Gott hat zum Menschen gesagt, macht euch die Erde untertan. Herrscht über die Vögel im Himmel, die Tiere im Meer. Alles, was dein Leben tangiert, darüber hast du Vollmacht. Und das Interessante ist, dass Gott uns diese Vollmacht gegeben hat. Wir sollen gerade direkt zu den Sachen sprechen, nicht über ihn. Wir haben 1,5 Jahre in Berlin gelebt und dann ging es weiter nach Neuseeland, habe dort noch eine Bibelschule besucht. Und wir haben alle unsere Habseligkeiten eigentlich in Berlin gelassen, in einem Keller von einem Freund. Und das Idee war eigentlich nur ein halbes Jahr in Neuseeland zu sein, aber es wurden 1,5 Jahre. Und unsere Möbel und alles, was wir hatten, fing ein bisschen an zu motten, dort unten im Keller. Und da mussten wir uns entscheiden, das irgendwie zu entfernen. Und da kam die Idee auf, ja, am besten gleich zurück in die Schweiz und irgendwie bei meinen Eltern einlagern. Und da habe ich das über Skype habe ich einen Umzug von Berlin in die Schweiz organisiert. Das war absolut crazy. Also ich war über Skype und dann hat die Kollege, wo es eingelagert war, hat dann ihm Dinge gezeigt. Willst du das noch? Es sieht ein bisschen mottig aus. Fortwerfen, all das. Aber dann hat das Umzugsunternehmen eine Frage gestellt. Ja, wer ist denn am Zoll, wenn es darum geht, die Güter von Deutschland in die Schweiz zu bringen? Weil wenn Sie, Herr Zeltner, nicht dort sind, dann kostet das ganz viel. Dann ist es wie eine Einfuhr. Dann ist es nicht einfach, Sie ziehen um. Wenn Sie nicht persönlich dort sind, wird es Sie ein Vermögen kosten. Und da haben wir verschiedene Wege gesucht. Und da gab es dann die Möglichkeit, dass ich eine Vollmacht ausstelle für meine Mutter. Und meine Mutter ging dann tatsächlich um 3 Uhr nachmittags, als der Umzugswagen in Basel angekommen war, dort an den Zoll. 3 Uhr nachmittags heißt 3 Uhr früh morgens in Neuseeland.
ich musste glücklicherweise nicht aufstehen und irgendwie denen sagen, hey, das ist meine Mami jetzt und sie hat die Erlaubnis, das in meinem Namen rüber zu schiffen. Und dann gab es riesen viel Komplikationen. Aber weil meine Mutter ein Papier hatte, wo ich unterschrieben hatte, musste sie mich nicht noch anrufen. Sie konnte direkt mit den Zollbehörden verhandeln und Wege zu suchen, wie man jetzt es wirklich gut macht. Ich bin so dankbar, dass ich ihr die Vollmacht geben konnte. Ich habe manchmal schon das Gefühl, dass wir das Thema Vollmacht nicht verstanden haben. Weil so wie wir beten über Dinge, die uns beschäftigen, Dinge, die uns im Leben sind, wir gehen, Herr, bitte mach. Herr, greife ein. Aber wenn dir Gott Vollmacht gegeben hat, dann sollst du direkt zu den Situationen, direkt zu den Dingen sprechen. Das heißt Weissagen, das heißt proklamieren, prophezeien. Nicht über Gott, sondern dir ist die Vollmacht gegeben, direkt die Dinge anzusprechen. Also wenn ihr irgendetwas aus dieser Predigt mitnehmt, dann bitte erinnert euch daran, dass ihr direkt zu den Dingen sprechen könnt. Und das ist komisch. Wir sind uns gewohnt, zu Gott zu sprechen. Aber dass wir Bevollmächtigte sind, das muss uns irgendwo neu hier landen, aber auch auf der Zunge. Jesus hat uns ausgesendet, er hat die Jünger ausgesendet, hat ihnen einen Auftrag gegeben. Er sagte, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Und er sagte, hey, ihr sollt die taufen. Und er sagte, auch diese Zeichen werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Und ihr werdet Dämonen austreiben, ihr werdet neue Sprachen reden, ihr werdet auf Schlangen treten und ihr werdet tödliches Gift trinken und ihr werdet nicht krank. Und dann heißt es, ihr werdet auch Kranken die Hände auflegen. Nicht Gott wird sie gesund machen, sondern er hat uns beauftragt, dass wir es tun sollen. Direkt. Und es fasziniert mich an Hesekiel. Er hat einen klaren Auftrag bekommen. Und er musste zu den Knochen reden. Direkt. Ist die Vollmacht heißt, mir wurde ein Zugang verschaffen. Du wirst mit vielen Dingen im Leben konfrontiert. Du kriegst Zugang zu vielen Situationen. Und Gott sagt, hey, ich habe dich bevollmächtigt. Die Dinge, die du siehst, wo Hoffnungslosigkeit ist, wo Zerstörung ist, wo Dinge passieren, so wie es nicht sein sollte. Du bist mein Mann, du bist meine Frau. Um dort Leben zu sprechen. Sprich direkt zu den Dingen. Das heißt, wir sollen für Kranke beten. Also sprich nicht, oh Herr, segne oder heile diese Person. Sprich direkt zur Krankheit. Nenn sie beim Namen. Dir ist ein Auftrag gegeben worden. Sprich direkt zu deinen Gefühlen, zu deiner Trägheit. Oh Herr, gib mir Kraft. Nein, du kannst direkt zu der Trägheit sprechen und sagen, Trägheit im Namen Jesus. Mein Leben ist da, um Gottes Reich zu bringen. Sprich zu deiner Angst. Direkt, nenn es beim Namen, direkt zu deiner Angst sprechen. Meine Angst, du gehörst nicht in mein Leben. Und nicht, oh Herr, nimm mir diese Angst. Direkt zu deinen Lustgefühlen. Direkt zu Gedanken, die nicht gut sind. Sprich sie an. Ich sage es zu mir selber. Meine Gefühle erinnere ich daran, dass ich im Glauben vorwärts gehe. Direkt, weil du eine Vollmacht hast. Wenn du keine Vollmacht hättest, dann müsstest du zuerst Umwege machen. Aber ich glaube, wir kriegen einen neuen Flow, auch im Beten, im Proklamieren, im Weissagen. Um Leben zu sprechen in Situationen, wir werden begreifen, wow, ich bin bevollmächtigt dafür. Ich tue es. Alles, was ich begegne, ich bin der Mann, ich bin die Frau und ich spreche Leben. Es gibt so viele Leute, die nicht wissen, wofür sie beten sollen. Mach mal die Augen auf. Gott hat dich in Situationen gestellt, wo du die Antwort sein sollst. Du bist dafür bevollmächtigt. Wisst ihr, das muss auch nicht immer so geistlich klingen. Sondern ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich noch Schule gegeben habe im Lehrerzimmer, da wurde über eine Lehrerin geredet.
und nicht nett geredet. Und statt jetzt irgendwie da so zu sagen, hey, wenn man könnte jetzt auch irgendwie Matthäus 12, 36 quotieren und sagen, am Tag des Gerichts müsst ihr euch für jedes böse Wort, das ihr sagt, verantworten. Immer mit Gottes Wort kommen und das Menschen über den Kopf schlagen. Nee, Gott hat mich befähigt, in diesem Raum einfach seine Stimme zu sein und Leben zu sprechen. Ich weiß noch, was ich gesagt habe. Hey Leute, wir reden nicht über Leute negativ, die nicht im Raum sind. Und solange ich in diesem Raum bin, machen wir das nicht. Es war mucksmäuschenstill. Wo sprichst du Leben? Es muss nicht immer so super geistlich sein, aber einfach Situationen, die zerstörerisch sind. Du hast einen Auftrag, Leben zu sprechen. Und wow, dadurch erleben wir auch, was das Wort Gottes für eine Macht hat. Was der Geist Gottes uns befähigt hat. Wir wollen wirklich während dieser Fastenzeit Gott mehr erleben. Ich kann dir einen guten Tipp geben. Du erlebst Gott mehr, wenn du deinen Schnabel mehr öffnest und mehr Leben sprichst. Nummer eins, sprich. Sprich mit Vollmacht. Das Zweite, was ich in diesem Text mitgeben möchte, ist, sprich mit Vision. Das heißt im Vers 5, so spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Seht. Wisst ihr was? Wir sind Visionäre. Wir sprechen Vision. Wir sprechen ein Bild. Wir malen ein Bild. Wenn wir sprechen nicht nur über die Dinge, die gerade sind. So wie meine ehemalige Coiffeuse. Die hat über Dinge gesprochen, die sie im Blick gelesen hat. Und dann während 45 Minuten spricht sie über das Wetter. Sie spricht irgendwie über Politiker. Sie spricht über Boris Becker. All die Sachen. Aber sie hat einfach Dinge genannt, wie es war. Und es war frustrierend. Aber wir sind dazu beauftragt, Leben zu sprechen. Und dann hat es etwas damit zu tun, dass wir immer auch das hineinsprechen, was noch echt nicht ist, was noch werden kann. Wir sprechen Vision hinein. Wisst ihr, jetzt wird es interessant. Ruach heißt, wird oft einfach als Geist übersetzt. Manchmal wird es als Odem Gottes, als Atem. Aber eigentlich heißt es wirklich ein ganz starker Atem. Es ist wie ein Ausschnaufen. Jetzt habe ich dann einen Kommentar gelesen, das ist nicht meine Interpretation, von Albert Westermann. Und da steht geschrieben, es ist ein besonderer Atemvorgang, bei dem sich die dynamische Vitalität äußert. Also wenn der Geist Gottes in uns ist, bewirkt eine dynamische Vitalität. Es gibt zwei Vorgänge im Leben des Menschen, die diesen Zustand beschreiben. Erstens, starkes Ausatmen wie beim Orgasmus oder zweitens bei einer Geburt. Jetzt habe ich wieder die Aufmerksamkeit, sobald man über solche Dinge redet. Ich so, wow, vorher fast eingeschlafen, aber ja. Yeah. Wie bei einem Orgasmus oder bei einer Geburt. Wie beim Zeugen oder bei der Geburt. Und eigentlich jedes Mal, wenn wir Leben sprechen, ich kann dir sagen, entweder hilfst du dazu bei, dass etwas gezeugt wird oder dass etwas geboren wird. Und zwischen Zeugen und Geburt ist manchmal eine Zeit, wo du gar nichts davon spürst und siehst, was gerade passiert. Ich liebe in der Schöpfungsgeschichte, das heißt es folgendes, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte über den Wasser, schwebte der Geist Gottes. Und da ist das Wort Ruach. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Es war wie die Zeugung. Aber Licht, es hatte noch keine Quelle. Du konntest noch nicht sehen, woher das Licht kam. Es war einfach Licht da. Und dann 4 Tage später sah man plötzlich Sterne, Mond, die Sonne. Und ich möchte dich einfach ermutigen,
wenn wir ausatmen, wenn wir sprechen, wenn wir Leben sprechen. Dinge sind manchmal noch gar nicht erklärbar. Manchmal begreifst du noch gar nicht, okay, macht das jetzt Sinn? Nee, manchmal das Aussprechen ist wie ein Zeuge. Du hast noch keinen Beweis, dass etwas passiert ist. Erst nach einer Zeit sehen wir, dass etwas am Wachsen ist, dass etwas in Bewegung kommt. Das Wort Gottes malt immer ein Bild der Zukunft. Geht es euch manchmal so, dass ihr die Bibel lest und denkt, okay, das hat jetzt nichts mit meinem Leben zu tun? Ich kann jetzt persönlich in meiner stillen Zeit, für mich persönlich hat das Wort Gottes jetzt nicht zu mir gesprochen. Aber ich liebe, dass das Wort Gottes immer Vision spricht. Der Herr hat hier gesagt, seht, ich werde euch Atem einhauchen. Jedes Mal, wenn du die Bibel liest, dann gehen dir die Augen mehr auf. Einfach, wenn ihr das für diese Fasten- und Gebetszeit in eure stille Zeit nehmen könnt. Jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, sehe ich etwas mehr von Gott. Etwas Neues. Und oft ist es nicht einfach nur für dich, sondern du wirst Dinge sehen und entdecken, die gerade vielleicht für eine andere Person sind. Damit du im Leben einer anderen Person Vision hineinsprechen kannst. Ich bin immer wieder erstaunt, dass ich zum Teil Verse lese, eben, war nicht ganz für mich, aber am selben Tag oder am nächsten Tag habe ich ein Gespräch und wow, ich kann den gerade ziehen und Leben ins Leben dieser Person sprechen. Wir sind dazu berufen, wirklich immer Vision zu sprechen, ein Bild zu malen. Wisst ihr, Vision ist etwas so unglaublich Kraftvolles. Peter Prothero sagt, if you can see it, you can have it. Wenn du es sehen kannst, wirst du es auch haben können. Das kenne ich von meiner Frau, wenn sie am Hottingerplatz an einem Secondhand-Shop vorbeiläuft. Das ganz schöne Secondhand-Designerkleider. Wenn sie es gesehen hat, deshalb versuche ich immer für sie einkaufen zu gehen, wenn sie zur Apotheke muss. Einfach, dass sie ja nicht dort vorbei muss. Aber wenn sie es sieht, dann hat sie es. Ein paar Wochen später. Und wir sind dazu berufen, Leben zu sprechen, in Situationen hinein, damit Menschen es sehen. Und ich habe ein super Zitat gefunden von Erhard Blank. Er sagt, eine Idee gehört einem, eine Vision eher allen. Dass, wenn wir Vision hilft immer Menschen hineinzuwachsen. Vision ist immer für eine größere Menge. Und ich glaube, wir müssen neu verstehen, dass wenn wir Vision sprechen, wenn wir nicht nur einfach die Tatsachen benennen, sondern hey, was Gott sehen könnte, was Gott daraus machen möchte, dass es Raum schafft, dass Menschen da hineinwachsen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem jungen Mann. Und er hat mir erzählt, wie schwierig es ist in seiner Wege. Er ist der einzige Christ und es hat andere, die in diese Wege sind und die überhaupt nicht an Gott glauben und auch einen Lebensstil leben, der überhaupt nicht irgendwo das ist, was er lebt. Und er hat davon erzählt, wie schwierig es ist, dass sie immer auch wieder über Themen reden wie Sexualität. Und einer seiner Kollegen, der bringt regelmäßig Girls nach Hause. Und es ist immer wieder eine andere. Und sie haben dann die Diskussionen am Tisch, wo er sagt, ja, hey, du bist doch dumm. Genieße das Leben. Lebe es in vollen Zügen. Jetzt bist du noch jung. Und er hat mich gefragt, hey, wie würdest du gut kontern? Wenn du im Zimmer hörst, wie der Fun hat, und du liest nebenan Bücher, dann bist du irgendwie schon der Verlierer. Rein logisch gesehen. Und in diesem Gespräch habe ich etwas gesagt, wo ich selber ein bisschen überrascht war. Ich habe gesagt, versuch nicht, irgendwo jetzt da dich zu rechtfertigen. Versuch nicht, irgendwo mit Bibelstellen zu kommen. Ich habe gesagt, weißt du was? Erzähl ihm deine Vision von Beziehung. Erzähl ihm deine Vision von Ehe. Erzähl ihm deine Vision fürs Leben, wie du alt werden möchtest. Und
Der mag vielleicht sagen, du bist ein Träumer. Aber Vision packt immer Menschen. Ideen sind für einzelne Menschen. Aber Visionen, es zieht Menschen hinein. Der wird sich eines Tages erinnern, wenn er im Sumpf ist mit seinen Beziehungen, dass er einen Kollegen hatte, der ihm ein Bild gemalt hatte, was Beziehung sein könnte. Dass es sich lohnt, nicht einfach nur den Gefühlen nachzugehen, eine Langzeitperspektive zu haben. Wir müssen immer wieder Vision sprechen. Und ich glaube, das Wort Gottes will das in unserem Leben immer wieder wecken. Hier hatte Hesekiel ein klares Bild, was Gott tun wollte mit seinem Volk. Psalm 19, 119, Vers 30 ist mir diese Woche eingefahren. Wem deine Worte sich erschließen, für den bereiten sie Licht. Gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht. Wow. Sprich Leben. Durch das Wort Gottes. Unerfahrene haben plötzlich eine Sicht, eine Vision, eine Tiefe in die Dinge, die kommen werden. Ich glaube, wir haben echt eine Verantwortung in unserem Umfeld, in unseren Beziehungen, dort, wo wir anstehen, dort, wo wir vor Bergen stehen, Dinge auszusprechen, zu weissagen. Wir hatten gestern einen Katastrophentag zu Hause mit den Kindern, irgendwo voll durchgedreht. Man kann sagen, es liegt am Schnee. Nee, es liegt einfach an den Kids. Und ich war ziemlich streng. Ich habe viel rumgeschrien zu Hause. Und dann habe ich sie runtergeschickt. Jetzt seid nur zu flüstern, geht nur runter, flüstert, Zähne putzen und ins Bett. Und dann auch wieder ein Riesenradau unten im Badzimmer. Ich bin runtergerannt, habe Lukas gepackt, ohne ein Wort zu sagen, ins Bett gelegt, Decke drüber und sie richtig spüren lassen, ich bin wütend. Dann habe ich gewartet eine Viertelstunde, bin dann zu ihnen gegangen und habe sie nicht noch, wie sagt man auf Deutsch, zusammengeschissen. Wie sagt man auf Deutsch? Genau so. Genau so, genau. Also, ihr versteht, was ich meine. Und es war mir drum. Aber ich wusste, jetzt sprichst du Leben. Ich habe ihn gesegnet. Du bist ein guter Junge. Ich glaube an dich. Ich spreche jeden Abend über meine Kinder das Gute aus, das Leben aus. Ich habe angefangen, jetzt jeden Tag für eine Person zu beten, also meine Family. Montag für Juana, Dienstag für Janis, Mittwoch für Sarah, Donnerstag für Lukas, Freitag für Samuel, Samstag für das Neugeborene dann und Sonntag, ihr seid ja auch meine Family, für meine Church, wenn ich zur Kirche gehe. Und ist noch interessant, wenn der Weg, es geht ziemlich lang, und für eine Person zu beten, da fängst du an zu beten und dann weißt du eigentlich gar nicht mehr, was du sagen sollst, nach 2-3 Minuten. Und etwas habe ich gelernt, wenn ich Visionen bete, hey, was könnte Gott noch alles tun? Was hat noch Gott vielleicht alles vor? Weil Samuel redet immer noch nicht. Der ist über 2,5, spricht kein Wort. Wo ist Mami? Und kannst du schon beten, Herr, mach, dass er spricht, mach, dass er spricht. Ich habe einfach angefangen, alles, was ich für den Jungen glaube, auszusprechen. Leben ihn sagen, da kann ich locker eine Stunde für meine Kinder beten. Ich habe eine große Vision für die Kids. Ich glaube, ich zeuge etwas. Ich glaube, ich helfe etwas zu gebären in meinem Leben. Für mich, Lukas, ich bete über ihm, dass er ein Preacher to many nations sein wird. Einfach das Gegenteil von dem, was er ist, momentan. Weil ich spreche Leben und nicht die Tatsachen ins Leben meiner Kinder.
Wir haben echt eine Verantwortung, dass dort, wo uns Gott hingestellt hat, in diese Situationen, dass wir Leben sprechen. Und dies tun wir mit Vollmacht und mit Vision. Dann wird es dir einfacher fallen, das zu sagen. Weil es ist komisch, zu hoffnungslosen Situationen, die Situationen, die jetzt keinen Sinn machen, Leben hineinzusprechen. Du hast mehr in dir als Kohlendioxid, mehr als ein paar Schallwellen, die du rauslassen kannst, sondern den Geist Gottes. Amen. Hey, ich würde gerne noch zusammen beten und wir werden zusammen das Abendmahl feiern, was für mich wirklich ein Ausdruck ist von wir brechen das Brot, den Leib Christi. Wir trinken den Traubensaft, das Blut Christi, das Leben geschaffen hat. Ich lade euch ein, aufzustehen, weil es gibt eigentlich nichts anderes, das wir machen, wo wir etwas wirklich einnehmen und uns bewusst machen, das ist Teil von mir. Ich liebe das am Abendmahl. Es ist ein Bewusstwerden, das Leben, das Jesus hingegeben hat, das hat mich befähigt. Es ist in mir, Christus in mir, die Hoffnung, die Herrlichkeit. Wir haben jetzt Teil seiner Herrlichkeit. Herr, ich will dir danken, dass du dein Leben hingegeben hast. Dass du den Tod überwunden hast, dass dir alle Vollmacht gegeben ist. Und jetzt hast du uns dazu berufen. Ich will dir danken, dass es nicht etwas ist, was wir uns verdienen konnten. Nicht etwas, das wir erlernen können, sondern es ist einfach gegeben. Die Vollmacht, um Leben zu sprechen, ist uns gegeben. Ich will dir danken, dass du eine Vision für unser Leben hattest. Das heißt im Hebräer 12, dass er die Schande des Kreuzes ertragen hatte, weil die Freude auf ihn wartete. Und die Freude waren wir Menschen. Er hat eine Vision für dich. Das möchte ich dir zusprechen heute Morgen. Und deshalb darfst du getrost im Leben vorwärts gehen. Herr, ich will dir danken, dass du uns heute neu bewusst machst, dass dein Geist in uns lebt. Dass wir das Leben, das du ermöglicht hast, multiplizieren dürfen. Dass du uns eine Vollmacht gegeben hast. Und dass du uns eine Sicht gegeben hast für die Dinge, die du eigentlich tun wirst. Wir beten dich an, wir suchen dich. Wir wollen Leben sprechen. Amen. Wir sagen goodbye zum Livestream. Und für uns hier, wir haben vier Stationen, wo wir das Abendmahl